Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal sind wir nach Eldin gekommen, hier in Kakariko, haben hier die Kinder gesehen. Und wir sollen jetzt nun das Licht von Eldin. Hallo? Von Eldin? So. Von Eldin mal und wir müssen die Katakomben öffnen. Ich weiß jetzt schon, das ist ein Fail. Ich gehe dann gleich mal nochmal. Einmal so. Halt. Noch die andere Seite. So. Wir müssen jetzt in die Katakomben. Und ich treffe schon wieder nicht. So, jetzt habe ich es getroffen. Hep. Irgendwie treffe ich das erste nie normalerweise. Aber dann die restlichen. So, damit geht hier ein Tor auf. Ja. Schmeißen wir mal den Stecken weg. Wir könnten jetzt auch mal gucken, was sie reden. Schon uninteressant, weil auf einmal ganz plötzlich das Ding aufgegangen ist. Niemand weiß warum. So, hier rein. 1, 2, hep, hep, hep. Hey. Bleib da. So. 1, 2 und 3. Hep, hep. Und hep. Geht es wieder hier raus. Nanu? Über das Holzkissen können wir sicher bis nach oben klettern. Also, los geht's. Und 1 und 2 und 3 und raus. So, damit sind wir wieder draußen. Und wir sind nun am Friedhof. Ein grausiger Ort. Nö, finde ich nicht. Stopp. So, erstmal in diese da. Mag euch nicht. Dann auf, fress mal die Fledermaus. So. Machen wir kurz den Käfer. Stopp. Käfer, wo bist du jetzt da? So. Hallo? So. Damit ist dieser Käfer wohl unter uns. Er weilt nun auf dem Friedhof. Da oben gab es, glaube ich, nicht mehr für mich, glaube ich, oder? Oder? Nee. Das Ding öffnet sich ja noch nicht. Nee. Also, weiter geht's. Weiter geht's nach der Jagd, nach dem Strahlentau. Ding, di, ding, ding. So. Dann geht es einmal. Ach nein, Sackgasse. Ja, wir wissen, dass das eine Sackgasse ist. Wir wollen auch hier. Wow, der war knapp. Ich will hier rein. So. Einmal bitte hier runter. Ja, genau. Wo war das Holz? Feuer. Wo ist ein Stecken? Wo ist ein Stecken? Wo ist ein Stecken? Da. Mal über den Stecken. Das gleiche wie gerade eben. Einmal mit Feuer anzünden und kling. So. Na komm. Gib her das Strahlentau. Komm. So. Paar blöde Mischviecher vom Gegner. Interessieren uns eigentlich wirklich. Aber ich mache hier trotzdem platt. So, wieder ein Stock nach oben. Ups, falscher Knopf. Jetzt beißen wir dich nieder. Beiß ihn. Beiß ihn. Stirb jetzt. Danke. So. Was war das hier? Ah, ne. Hier. So, und hepp. So. Gelben Rubin. Dann gab es nichts mehr. Gut. Dann wieder raus hier. Hep. So. Nach draußen bitte. Da unten war noch irgendwo einer. Es war. War denn hier? War denn der auf der Seite? Na ja, glaube ich. Genau. Okay. Gehst du bitte da rein? Danke.
dann nach oben. So. Hoffe ich. Ach, lass doch den. So, und kommen wir wieder raus. Und das nächste. Geh doch bitte dahinter. Nicht hoch. Oh Mann. So. Jetzt passt. Darunter bitte. Und wieder nach draußen. Ah, Mann. So. Das wäre hier erledigt mal. Ja, gemischten Warenladen, das weiß ich doch auch. Nein, ich will jetzt erst noch hier hoch. Ach, blödes Vogelungeheuer. Hoffentlich. So, und wieder ins Dach rein. Ach genau, das war hier. So. Schieb. Stopp. Und verschwinden wir wieder genau und raus mit uns. So. Nein, noch nicht. Genau. Einmal bitte hier hoch. Das war ja wieder klar, dass das mir unbedingt passieren musste. Bei mir irgendwie immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr das spielt und hier rein wollt. Passiert mir aber ständig in jedem. Jedes Mal, wenn ich das Spiel durchspiele, dann passiert mir das. Ah, genau, da hinten war. Da war das Viecher da. Komm ich da hoch? Ja. Geh bitte nicht runter. Danke. So. So. Und dann bitte einmal nach da hinten. Genau. Geh gleich rein. Nicht da wühlen. Nicht da wühlen. Da hineingehen. So. Ich will einmal ein Stecken bitte in die Finger nehmen. Hinten die Glut anzünden und hier anzünden. Verdammt! Was soll das? Ich habe echt keine Lust, hier mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Ja, ja. Ich komme auch gleich. Ja, das war gerade eben das von Burns sein Bomben-Ding. Sein Bombenhaus, wo er seine Bomben aufbewahrt. Das haben wir jetzt gerade mal pauschal in die Luft gejagt. Und dafür 3 Strahlentau gekriegt. Puh, kannst du bei der Sache nicht etwas besser aufpassen? Für diesen Strahlentau hat ein Haus die Luft gehen müssen. Ach, für dieses Strahlentau hat ein Haus in die Luft gehen müssen. Denn du solltest also besser schätzen. Ihr habt's schon gemerkt, ich hab mich mal wieder verredet. Oh Mann. So. Ich bin der deutschen Sprache nicht so mächtig. Nein, Spaß, eigentlich schon. Ja. In Let's Plays hier sowas nebenzu zum Sagen ist gar nicht so einfach. Wie sich das immer aussieht bei manchen anderen Let's Playern. Aber die machen das ja auch schon ewig oft und 5 Jahre lang. Sag mal so, da ich ja noch am Anfang stehe, wird das erst noch was bei mir. Also, noch keine Angst. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, mein Let's Play. Da hinten, genau. Hep. So. Mann, Käfer. Komm ich nicht immer. So. Damit fehlen wir uns jetzt nur noch 3 Stück. Sehr gut. Die 3 Stück holen wir uns auch gleich. Nur, wie wir gleich sehen können, sind sie hier nicht mehr auf der Karte. Die sind nämlich da rechts oben. Und hepp. Das tut weh. Nee, das tut nicht weh. Komisch. Egal. So, einmal bitte weiter. Da oben ist ein Geist. Eine Seele. Wie soll man das so sagen? Oh,
Hier hört die Straße wohl auf, aber wenn du willst, zeige ich dir den Weg. Nee, brauchst du mich nicht zeigen, ich weiß den Weg. Aber du musst mir eigentlich nur dabei helfen, hier hochzukommen. So. Ein Gewohne. Mann, wieso muss ich hier bloß Wahl schieben? Schließlich haben sie alle Leitern gekappt. Da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie sich doch ruhig von den Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Ja. Schöner Corona. Ach, schieb doch nicht den Stein. So. Ein paar Schattenmonster. Schattenfledermaus. Nochmal eine Schattenfledermaus. Und hepp. Und hepp. Und hepp. So. Wo bist du? Da bist du doch. Ja, wie ihr hören könnt, kommt hier gerade der Ton des Windes. Und genau das hier. Lauschen. Also, einmal bitte nachspielen. So, ach, unser Wölfchen. Wo wir schon wieder sehen. Also, heulen wir doch gleich mal los und. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Der Wolf springt nach unten und es zeigt uns auf unserer Karte, wo er sich befindet gleich. Und er befindet sich... Ja komm, zeig es schneller. In Latoan. Ganz am Anfang, in unserer Quelle. Au. Einmal bitte nach oben. So. Ah, ich habe immer noch das Lied im Kopf. Ah, einfach toll die Musik. Feuerberg. Vier Schattenwesen zum Vernichten. Na gut. Ah, toll. Mal wieder voll gegen die Kante gesprungen. Ah. Ich glaube, das war jetzt scheiße. Definitiv, weil. Das folgt mir nicht so weit, oder? Au. Au. Sehr schlechte Idee, ich hab's gewusst. Stopp jetzt. So, 1, 2 und weg mit euch. Wow, ich war sogar fast gestorben, fällt mir gerade auf. Er war richtig, richtig, richtig knapp. Egal. Ja, Leute. Ich sammle hier noch meine Herzchen ein, damit ich wieder voll bin. So. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier am Feuerborg. Im Land der Goronen. Also, bis zum nächsten Mal und tschaußen!